Ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir im Leben eine immer wiederkehrende Routine haben? Besondere Anlässe sind schön, aber der Alltag ist das eigentlich Spannende. Bleiben Sie dran. Schlagt Josua Kapitel 1 auf. Denkt dran, Gott hat vieles für uns auf Lager, aber holen müssen wir uns die Dinge selbst. Wir müssen die Sache offensiv angehen. Ich werde das haben, wofür Jesus gestorben ist. Ich werde das haben, wofür Jesus gestorben ist. Ich werde nicht am Teich liegen und warten, dass ein anderer mich hinbringt. Ich werde tun, was ich tun muss. Und ich werde das haben, wofür Jesus gestorben ist. Gott will nicht, dass Menschen einfach am Teich liegen und negativ drauf sind und auf Hilfe warten und dabei rumnörgeln, weil andere ihm zuvorkommen. Er will, dass wir diese Haltung haben. Ich werde nicht mehr hier liegen. Ich falle vielleicht hin, aber ich stehe wieder auf. Du stellst dich mir vielleicht entgegen, aber du wirst ganz schnell wieder in die andere Richtung laufen. Denn Gott ist mit mir. Ich pack's an. Ich gehe in die Offensive. Ich tue, was ich tun muss. Ihr müsst verstehen, dass euch nicht immer jemand anfeuern wird. Ihr müsst lernen, Dinge richtig zu tun, auch wenn ihr die Einzigen seid, die es tun. Wenn das bedeutet, dass ihr eine Weile lang einsam seid, dann wählt die Einsamkeit, statt gegen den Willen Gottes zu gehen. All diese schweren Zeiten sind Zeiten der Saat. Wenn ihr sät, werdet ihr ernten. Zur rechten Zeit. Aber wenn ihr keine guten Samen sät, werdet ihr keine gute Ernte haben. Gott spricht also zu Josua nach dem Tod von Mose und sagt, Vers 2, mein Diener Mose ist tot. Bemerkenswert, Josua wusste das schon. Gott versucht hier wirklich etwas zu sagen. Seht euch kurz 5. Mose 34 an, das Kapitel genau vor diesem, Vers 8. Die Israeliten weinten 30 Tage um Mose in der Ebene Moabs, dann waren die Tage des Weinens um Mose beendet. Nach dem Gesetz konnten sie nur 30 Tage trauern, wenn jemand starb. Danach mussten sie mit ihrem Leben weitermachen. Damit meine ich nicht den Tod eines Familienmitglieds. Ich sage nicht, dass man das in 30 Tagen überwinden muss, obwohl das sicher Teil von dem ist, was er hier sagt. Aber ich denke, diese Stelle zeigt uns, wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht werden, wenn etwas geschieht, das uns nach unten zieht, dann gibt es eine Zeit der Trauer. Es ist gut, über einen Verlust zu trauern, aber lasst euch nicht von der Trauer beherrschen. Es gibt einen Unterschied zwischen guter Trauer und einem dunklen Geist der Trauer, der uns beherrscht. Er sagt im Grunde, okay, Josua, es ist jetzt Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und nach vorne zu schauen. Wisst ihr warum? Gottes Segen liegt nicht auf der Vergangenheit. Ich sagte, Gottes Segen liegt nicht auf der Vergangenheit. Gott ist nicht der große Ich war. Hört ihr mich? Er ist nicht der große Ich war, auch nicht der große Ich werde sein. Jesus sagt, ich bin. Gott sagt, ich bin der Ich bin. Mit anderen Worten, ich bin hier in diesem Augenblick. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich habe heute einen Plan. Glaube ist im Jetzt. Wir müssen das loslassen, was hinter uns liegt. Uns nicht über die Zukunft sorgen und so viel aus dem heutigen Tag machen, wie wir können. Ich pack's an, ich lebe heute, ich koste es aus und genieße es. Nicht, ich wünschte. Ich wünschte, ich hätte ein gutes Leben. Ich wünschte, ich hätte eine Aufgabe wie Schwester Joyce. Ich wünschte, ich hätte Geld. Ich wünschte, ich wäre nicht übergewichtig.
Ich überlege gerade, was ich als nächstes sagen soll. Ich habe das einen Moment lang ganz vergessen und dann wurde es mir wieder bewusst. Ich stehe hier ja mit geschlossenen Augen vor 10.000 Menschen. Ihr habt das vielleicht schon von mir gehört, aber man kann das ruhig wiederholen. Wir brauchen keine Zauberwunschliste, sondern eine Aufgabenliste. Wir brauchen kein vierblättriges Kleeblatt und eine Glückszahl und eine Hasenpfote. Der allmächtige Gott lebt in uns. Josua 1, Vers 2. Mein Knecht Moses ist gestorben, so mach dich nun auf. Wir wissen, das bedeutet, steh auf. Es ist interessant, zu wie vielen Menschen Gott sagen musste, steh auf. Leg es ab. Es ist Zeit, weiterzugehen. Er sagt, zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Und jetzt kommt's. Jede Stätte, auf die deine Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Das ist wirklich ganz simpel. Ich weiß, ich sage das recht häufig, aber ich finde es einfach wichtig. Es geht um unser tägliches Leben mit Gott. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 10, dass wir in Christus Jesus neu gemacht sind, von Neuem geboren, dass wir das gute Leben leben, das Gott für uns bereitet hat. Es heißt, dass wir darin täglich leben, wandeln sollen. Ich kann nicht wandeln und dabei von hier nach dort springen. Das ist kein Wandeln, kein Gehen. Gehen bedeutet, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Mit jedem Schritt muss ich mich entscheiden. Ein Schritt und noch einer und noch einer und noch einer und noch einer. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder dasselbe. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Montag, Dienstag. Sich aufregen, vergeben, aufregen, sich beruhigen, im Frieden bleiben, nicht eifersüchtig sein, nicht kritisch sein, aufstehen, arbeiten, in die Kirche gehen, obwohl mir nicht danach ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Immer und immer und immer wieder. So lebt man täglich mit Gott. Die Bibel spricht nicht von einem Sprung. Sie spricht von einem Wandel. Er sagte zu Josua, ich habe euch das Land schon gegeben, es gehört euch. Jesus ist schon für euch gestorben, damit ihr das Beste haben könnt. Gerechtigkeit steht bereit, Friede steht bereit, Freude, Wohlstand, Gunst. Er sprach zu Josua, jede Stätte, auf die deine Fußsohlen treten werden. Darf ich dir etwas sagen? Ich kann deinen Weg nicht für dich gehen. Ich kann zu dir sprechen, aber ich kann deinen Weg nicht für dich gehen. Niemand kann das. Nicht dein Pastor, nicht dein Priester, nicht dein Partner. Niemand kann für dich deine Beziehung zu Gott haben. Du musst das selbst tun. Du kannst Gott nicht durch jemand anderen nahe sein. Und jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Das bedeutet einnehmen. Manchmal muss man einiges beiseite stoßen, weil raus. Oh, nicht schon wieder. Du Pest, ich hab doch gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst. Oh, Teufel, gibst du nie auf? Raus! Los! Raus! Manchmal ist einem richtig mulmig und wackelig zumute. Gott, niemand hilft mir! Okay, ich kann das.
Und dann wirst du jemand, der ermutigen kann. Komm schon, du schaffst es. Komm schon, du kannst es. Ich habe es geschafft und du kannst es auch. Ich sage euch heute, gebt nicht auf. Ich habe es geschafft und ihr könnt es auch. Euer Leben ist nicht schlimmer, als meines vor 30 Jahren war. Ich sag's immer wieder und es stimmt wirklich. Wenn ihr ein Problem habt, dann gibt's eine Kassette von mir dazu. Nicht, weil ich einfach einige Botschaften erfunden habe. Ich lehre, was ich gelebt habe. Ich weiß, dass die Bibel funktioniert. Wenn ihr Veränderung wollt, müsst ihr erstens die Dinge anpacken. Zweitens müsst ihr heute eine Entscheidung treffen. Ich werde eine entscheidungsfreudige Person sein. Ich werde nicht mehr hin und her wanken, mich erst für etwas entscheiden und dann einen Rückzieher machen, erst glauben und dann wieder Zweifel haben. Ich werde Entscheidungen treffen. Ich werde beten und ich werde meine eigenen Entscheidungen treffen und ich werde nicht immer andere Menschen fragen, was ich tun soll. Wenn ich eine Entscheidung treffe und in meinem Herzen weiß, dass sie richtig ist, werde ich sie mir nicht mehr ausreden lassen. Ich werde nicht manipuliert und beherrscht werden von dem, was Leute über mich denken. Ich bleibe dran. Punkt. Ich treffe eine Qualitätsentscheidung. Das ist eine Entscheidung, die man nicht ändert, wenn es schwer wird. Wenn man eine Qualitätsentscheidung trifft, den Körper in Form zu bringen, ändert man den Diätplan nicht, wenn man Hunger bekommt. Es ist leicht, am Sonntag nach dem Abendessen eine Diät zu beginnen. Jakobus 1, Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle, zögere, wanke nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler, der zögert und unentschlossen ist, ist unbeständig auf allen seinen Wegen, in seinen Gedanken, Gefühlen und Entscheidungen. Ich umgebe mich gern mit entscheidungsfreudigen Menschen. Wenn ich von solchen Menschen umgeben bin, fühle ich mich sicher, dass sie wissen, was sie tun. Es ist mir lieber, dass jemand Entscheidungen trifft und manchmal Fehler macht, als immer in der Sicherheitszone zu leben. Ich will bloß keine Fehler machen. Die erste Haltung, die wir brauchen, ist: Ich pack's an. Die zweite: Ich treffe Entscheidungen. Die dritte: Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Wenn es schwierig wird, werde ich umso hartnäckiger. Ich halte durch. In 1. Petrus 5, Vers 10 steht etwas Interessantes. Der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Warum müssen wir für eine gewisse Zeit leiden? Ich wünschte, das würde da nicht stehen. Wisst ihr, warum ich glaube, dass wir leiden müssen? Weil uns eine Sache nichts bedeutet, wenn wir nichts in sie investieren müssen. Ihr wisst gar nicht, wie wertvoll mir meine Arbeit ist. Ihr habt keine Ahnung, was sie mir bedeutet. Nur Gott weiß das. So nah Dave und ich uns auch sind, weiß außer Gott und mir doch keiner, was es mir bedeutet, an diesem Wochenende hier zu stehen und zu sehen, wie sich meine Träume und Visionen erfüllt haben. Ich tue auf der ganzen Welt, was Gott mir ans Herz gelegt hat. Ihr könnt mir ruhig glauben, es gibt nichts Erfüllenderes, als zu wissen, dass man es geschafft hat. Man hat nicht aufgegeben, man hat durchgehalten. Und sich mit Gott verbündet. Und es bis zum Ziel geschafft. Ich hoffe, dass ich lange leben werde und ich glaube, dass ich noch einige Jahre vor mir habe. Aber wisst ihr was? Wenn ich morgen sterben würde, hätte ich ein großartiges Leben gehabt.
Denn immer, wenn man sagen kann, ich glaube, dass ich voll im Willen Gottes bin. Es gibt nichts Besseres. Aber nur weil Gott einen Plan für euch hat, heißt das nicht, dass der Teufel sich hinlegt und den Toten spielt. Wisst ihr, wie oft ich in den letzten 30 Jahren aufgeben wollte? Wisst ihr, wie oft der Teufel mir gesagt hat, ich sei verrückt? Was denkst du, wer du bist? Er hat mir so oft gesagt, dass ich eine Frau bin. Aber Gott hat mich erinnert, dass er es ebenfalls wusste, als er mich berief. Ich werde nicht aufgeben. Ich musste es dem Teufel entgegenschreien. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Wenn andere Veränderung erfahren können, dann auch ich. Wenn andere Frucht bringen können, dann auch ich. Wenn andere Frieden haben können, dann auch ich. Wenn andere glücklich sein können und ihr Leben genießen können, kann auch ich glücklich sein und mein Leben genießen. Ich werde nicht aufgeben. Ruf das, ich gebe nicht auf. Das vierte ist so wichtig. Wir brauchen Verantwortungsbewusstsein. Es hat keinen Sinn, etwas zu wollen, wenn wir nicht bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen. Unser Land, jeder sagt, es ist großartig, Amerikaner zu sein. Wer von euch lebt gerne in Amerika? Aber wisst ihr was? Wir haben eine Verantwortung. Wenn es Privilegien gibt, gibt es immer auch Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung zu beten und zu wählen. Wenn ungöttliche Dinge geschehen, haben wir die Verantwortung, dagegen aufzustehen und unsere gewählten Vertreter wissen zu lassen, was wir von ihren Entscheidungen halten. Wenn sie unsere Stimme wollen, müssen sie aus dem Volk, für das Volk und durch das Volk regieren. Sie sollen uns vertreten und nicht sich selbst. Wir wählen die Gesetzesmacher nicht, damit sie tun, was sie wollen. Sie sollen uns vertreten. Wisst ihr was? Wenn ihr ein Auto habt, seid verantwortungsbewusst und wascht es. Lasst es nicht wie eine Mülltonne aussehen. Schreibt nicht mit eurem Finger in den Dreck am Heck, wasch mich. Wascht es selbst. Wisst ihr was? Je mehr ihr euch darum kümmert, desto mehr werdet ihr es schätzen. Ich denke, Gott mag es nicht, wenn er uns segnet und wir es nicht einmal genug schätzen, um uns darum zu kümmern. Wenn ihr ein Haus habt, kümmert euch darum. Kümmert euch um eure Kleider, kümmert euch um euren Körper. Übernehmt Verantwortung, zahlt eure Rechnungen rechtzeitig. Wenn ihr sie nicht zahlen könnt, kauft nichts. Oh, jetzt wird es heiß. Immer wenn ihr etwas kauft, was ihr nicht bezahlen könnt, gebt ihr den Wohlstand von morgen aus und werdet morgen pleite sein. Ich gehe besser nicht zu sehr darauf ein. Ihr habt die Verantwortung, nicht nur nach euren Gefühlen zu leben. Verantwortungsbewusste Menschen wissen, dass sie nicht alles tun können, was und wann immer sie wollen. Wenn ihr einen Termin habt, seid pünktlich dort. Wenn ihr sagt, dass ihr etwas tun werdet, tut es. Haltet eure Versprechen, haltet euer Wort, seid verantwortungsvolle Menschen. Egal, in was für einer Lebenssituation ihr euch gerade befindet, übernehmt Verantwortung dafür. Moment, aber das ist ja nicht meine Schuld. Auch wenn es nicht eure Schuld ist, sogar wenn jemand anders euer Problem verursacht hat, was nicht oft passiert, aber selbst wenn es der Fall ist, müsst ihr Verantwortung übernehmen, denn wenn ihr eure Gedanken und Haltungen nicht ändert, kommt ihr aus eurem Schlamassel nie heraus, egal wer es verursacht hat. Ich will euch etwas sagen. Wenn ihr Zeit verschwenden wollt, ist das eine tolle Möglichkeit. Übernehmt einfach keine Verantwortung und sucht immer einen anderen, dem ihr die Schuld zuschieben könnt. Es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Als Arbeitgeber habe ich sowas echt satt.
Brian sagt, ja, ich auch. Du rufst jemanden an, den du gut bezahlst, damit er eine Abteilung leitet. Dann gerät etwas außer Kontrolle und er sagt, ich weiß nicht, der und der was. Ich sage, warte. Ich bezahle dich, damit du für sie verantwortlich bist. Wenn sie es waren, hättest du es wissen müssen. Leute dürfen sich ruhig erklären, aber ich mag Leute, die sagen, es ist meine Verantwortung, ich kümmere mich darum, es geschieht nicht wieder. Das respektiere ich. Ich respektiere das. Verstanden? Ihr müsst verantwortungsvoll sein. Wisst ihr was? Ich habe Stärken und Schwächen. Und eine meiner Stärken ist, dass ich sehr verantwortungsbewusst bin. Wir saßen vorhin im Hinterzimmer, unterhielten uns und aßen Mittag. Ich behielt meine Uhr im Auge. Ich hätte gerne weiter Schokokekse gegessen und mit allen gesprochen, weil ich das, genau wie jeder andere, mag. Aber es wurde 10:50 und ich sagte, tut mir leid, ich muss los, muss mich auf den Nachmittag vorbereiten. Ich gehe nicht auf die Bühne, ohne meinen Teil getan zu haben. Und ich tue das seit 30 Jahren. Denkt ihr, ich könnte einen Vortrag halten, ohne vorher zu studieren? Natürlich könnte ich das, aber ich tue es nicht. Ich tue das nicht, weil ihr das nicht verdient habt. Wenn ihr euch Zeit genommen habt, heute hier zu sein, ist es das Mindeste, dass ich vorbereitet hierher komme. Wenn ihr einfach euren Teil tut und verantwortlich seid und auch nicht überall damit angebt und allen erzählt, was ihr tut, tut es einfach für Gott, dann wird euer Leben aufwärts, aufwärts, aufwärts gehen. Was haben wir bis jetzt gehört, damit wir es nicht vergessen? Ich packe die Dinge an, ich treffe Entscheidungen, ich gebe nicht auf. Ich übernehme Verantwortung. Wenn ihr Verantwortung übernehmt, muss nicht ständig jemand bei euch stehen, der euch dazu bringt, das Richtige zu tun. Es gab mal jemanden, mit dem ich 2 Jahre lang zusammengearbeitet habe. Eigentlich 4 Jahre, aber 2 Jahre lang war er oft mit mir unterwegs. Ich wollte diese Person wiederhergestellt sehen. Ich habe mit ihm gearbeitet. Es kam die Zeit, wo ich meinte, dass er ein bisschen mehr auf eigenen Füßen stehen sollte. Und sobald er das tat, fiel er in dieselben Probleme zurück, die er vorher hatte. Solange ich neben ihm stand und ihn dazu brachte, das Richtige zu tun, schaffte er es. Aber sobald er es selber tun sollte, fiel er zurück. Es gibt Menschen, die tun nicht das Richtige, wenn sie niemand dazu bringt. Manche Menschen tun es nicht einmal, bis ihre Umstände sie dazu zwingen. Wir müssen Menschen sein, die das Richtige tun, weil es richtig ist. Und weil wir es tun, um Gott zu ehren. Wir tun es, ohne dass uns jemand dazu zwingen muss. Vielleicht können Sie es kaum glauben, aber eines Tages werden Sie Gott für die schweren Zeiten Ihres Lebens danken. Sie werden erkennen, dass Ihre Beziehung zu Gott in diesen Zeiten gewachsen ist und Sie eine enge, tiefe Beziehung zu ihm aufgebaut haben, die jetzt viel in Ihrem Leben ausmacht. Ich glaube, wir entwickeln einen göttlichen Charakter in uns, wenn wir schwere Situationen durchmachen und an Gott festhalten. Der Hammer des Joyce Meyer Magazin. Bestellen auch Sie das kostenlose Magazin zur Sendung. Mhm, kostenlos. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.